Ich hätte gerade gesagt, ich rieche komisch. Herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Mit dabei Mr. Kibiki LP. Ja, und im letzten DLC sind wir. Jo, genau. Und wir müssen jetzt den Nippel durch die Lasche ziehen. Nein, müssen wir nicht. Den Nippel durch die Lasche ziehen. Wir müssen die Schränke mal öffnen. Hihi, du hast ein Medipack aufgenommen. Ein größeres Medikit sogar. So, und dann können wir hier runter. Ich spring von Zahnrad zu Zahnrad. Ja, kannst du auch. Kannst du ganz runterspringen, passiert auch nicht. Hab ich auch immer. Fallschaden gibt's ja hier nur beim Schild ein bisschen. So, dann können wir hier rein. Und dann ist hier die Stadt. Jetzt hab ich gerade Luftdruck in der Röhre. Das gibt's ja nicht, ey. Was hast du? Luftdruck in der Röhre. Das hört sich an. Ja, warte. So, und jetzt sind wir hier in... Hier ist das schwarze Brett, da können wir das schon mal abgeben. Ach nee, hier können wir was annehmen. Aber ich wollte ja erstmal das andere machen. Und also zwar, hier ist leider nicht viel Spaß, hier gibt es nicht viel zu klettern. Den wollte ich, das müssen wir bloß abgeben. Oh, komm mal her, Daniel. Hallo. Ja. Oder hier unten. Kann man sich ducken und... Nee, da sehe ich deinen Brustkorb. Scheiße. Geht nicht richtig. So, dann gehen wir mal als erstes Zug fahren. Zu. Ja, ja. Wir gehen mal als erstes hier zu unserem neuen Kontakt. Ich dachte, jetzt kommt wieder TK oder sowas. Der ist ja schon tot, ist aber egal. Ja, den haben wir das letzte Mal im Zombie-Dings gesehen. Das war das letzte Mal. Unsere lieben Unternehmensplünderer. Alter, der sieht ja immer richtig schwul aus. Ja, Mr. Black. Mr. Black. Darauf in der Wüste Donner. Man in Black. Nee, Man in Braun. Phase 1 nicht erfolgreich. Gibt es erst gar keine Phase 2. Ach, du Schnösel, sei leise. Ja, das ist Labertasche. Alle Brücken von Tartarus. Hightech PC, hey, das ist Apple, iMac. Die Brücken müssen runter. Ja, sicher. wir gehen mal gleich rüber zum Waffenhändler, der ist auch wieder hier. Hier ist er. Weil er jetzt diesmal nicht vor. Oh, schon wieder eine Sequenz. Alter, wir wissen doch, wie der aussieht, der Vogel. Ja, die stellen sich aber alle vor. Ein wundervoller Tag auf Pandora. Nur abgesehen von der mechanischen Katastrophe. Markus. Und ein goldener blinkender Zahn. Blink. Ja. Kanaren, frische Kanaren zu verkaufen. So, der hat nämlich auch. Das sollten wir mal gleich mit annehmen. Diese Gummireifen, glaube ich, die sind aber in der Welt, wo wir vorhin gerade waren. Weißt du, ich mein? Mhm. Oh, Rülps. Ja, und hier sind immer überall Schränke mit Geld und... und Waffenkisten. Was? Waffenkisten? Nee, Munitionskiste. Das war nur eine Munitionskiste. Mach mir jetzt keine Angst. Mann. So, ja, hol mir erstmal die 6 Reifen. Du wolltest... Ja, ist mir egal. Das ist die. Holen wir ihn erstmal die... Sonst, ich glaube, da müssen wir aber nicht mehr dann dahin. Außer hier für die Tarnis dann hier die Dings da. Wieso ist denn hier schon wieder an? Ach, hier gab es auch noch was dazu, okay. Geschützkomponenten, aktives ja, Geschütz. Ich wollte aber erstmal die 6 Reifen. Ach, gibt's in der Stadt Geschütze, die uns vor Claptraps schützen sollen? Diesmal nicht vor Zombies, sondern vor Claptraps. Was war denn das eigentlich? Besorge nach Claptraps. Achso, ja. Deswegen steht das hier. Ja. Lass mich raten, die Reifen 0 von 6, wir sollen den Claptraps die Reifen klauen? Nee, da sind auf der ganzen Schrottplatz sind Gummireifen verteilt. Auf einem riesengroßen Schrottplatz nur 6 Reifen. Ja. Müssen wir eben schnell mal zusammensammeln. Oh ja. Bevor wir dann mit der Stadt anfangen, weißt du? Wieso gibt's hier keinen Aufzug? Machen wir das eben schnell, ist ja kein Problem für unseren alten Kumpel, Halsabschneider, Waffenhändler, Freund. Der uns ja eigentlich hochjagen wollte, was er dann durch einen Bug nicht konnte. Genau, er hatte keinen Auftritt mehr. Tja. Pech gehabt, würde ich mal sagen. Ja. So, ja, dann los, dann sammeln wir mal die ein. Ich lade noch. Achso. Der erste müsste hier irgendwo sein.
Kann ich vielleicht hier drüber schon? Komm, komm, komm. Ach, da ist hier das liebe Geschütz. Was ich mal abballern werde. Guck mal, wo ich stehe. Hier oben. Hallo. Ja. Ach, da. Hm. Ach, der erste Reifen ist, glaube ich, hier oben. Ah! Ich konnte da oben gerade nur krampfhaft stehen, als hätte ich mich bewegt. Ah, da hinten ist er, ja. Ja, und jetzt sind die hier. Jetzt gucken wir mal, wie die Typen aussehen hier. Warte. I'm coming. Den brauchst du bloß noch einmal anschießen. Die haben jetzt, alle. Hier ist der erste Reifen. Ach, die lassen jetzt Reifen fallen. Nee, nee. Ach so, die haben die gehört. Ja. Geil. Die sind eigentlich tot und die wohnen jetzt von Claptrop. Naja, Claptrops, die haben das gemacht. Weißt du? Oh Gott. Trotzdem hat man noch so einen mumifizierten Arm. Der Arm ist jetzt sogar noch kleiner als vorher aussieht. Die sehen aus wie Claptraps. Der soll aussehen wie so ein Claptrap, fällt dir das auf? Aha. Naja, die arbeiten sozusagen für Claptrap. Falsche Seite, mein Freund. Direkt. Und die reden auch so. Ah, hier, tot. Die reden auch so wie die Claptraps. Du stinkender Apache. Was haben wir denn hier Schönes? Mmh. Ja. Ja. Oh ja, Granaten. Ja, toll! Die drei Granaten hätten perfekt für mich gereicht, Mann. Ja, für mich auch. Zwei davon. Haha. Zwei davon. Unmenschlich, Unmensch Trap. Unmensch Trap heißt der hier. Und der heißt Bandit Trap Gauner. Mhm. Mann, wir waren die betrunken, als sie sich den Namen ausgedacht haben. Ey. So, dann gucken wir, halten wir uns mal nicht lange auf hier an den Blödianen. Guck mal, wo das, nee, der nächste Reifen ist. Muss hier irgendwo sein. Da hat das rote Pferd. Ah, hör auf, ich hatte es vergessen gehabt. Hast gerade das vergessen gehabt, ja. Ja. Deswegen habe ich es jetzt mit Absicht gemacht, weil du mir vorhin meine Granaten geklaut hast. Ja, ja, ja. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ, summ, summ. Muss ich den scheiß Reifen mal? Dankeschön. Und auf der Suche ist noch ein Reifen da. Denn wir brauchen. Guck mal, die. Wir brauchen Reifen, ja. Guck doch mal, hier ist ein Berg von. Ja, ja, das sind aber nicht die. Er will ja die Spezialreifen. Ja, ja. Auf der seinen, Sack. Auf seine Schlappen haben. So ein Arschgesicht. Ja, so ein Arschgesicht. Ja, so ein Arsch, 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 Arschgesicht. Ja. Da, 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 Arschgesicht. Ja, so ein Arschgesicht. Ja, müssen wir. Hier hoch und dann, ja, hier herum und dann. Ja, hier und hier und hier herum. Da, da, da. Oh mein Gott, ja, oh mein Gott. Dann hüpfen wir hier runter. Und wir werden sterben gehen, wir werden sterben gehen. Da, 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 da. Tuch, 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 tuch. Nein, hier kommen die Klettrops wieder volle Kanne an. Ach du Scheiße, ja. Hey, ein Punker. Und die werden Zahnrad fallen lassen. Ja, auch. Das sind, ey, die Komponenten, die wir einsammeln sollen. Ach so. Klettrops, die lassen dann immer. Guacamole, Alter. So, der sagt Stich, Stich. Ja. Ach, der hatte Boxhandschuhe an. Der hätte SMG aus dem Kopf rausgucken lassen. Wie geil ist das denn? Bei dem guckt die SMG aus dem Kopf raus. Mit was hast du denn abgedrückt, ey? Ja, deine Antenne? Die können wir ruhig, alle. Oh, ey. Alle töten, weil wir die Komponenten brauchen. Ah, die wollen auch ganz schön rein, wenn die da mit ihrer Schrotflinte kommen oder sowas, ne? Ja. Aber wir hauen die rein. Aha, du brennst. Nix mit Stich. Ich bin gleich tot, Alter. Echt? Mhm. Ich nicht.
Ich habe noch 40 Leben und 0 Schild. Die Kletters haben mir jetzt ganz schön zugesetzt. Bei mir ist Schild schon wieder aufgeladen. Bis zur Hälfte haben sie es geschafft, jetzt runterzuschießen. Ja, das ist das sehr, sehr schnelle. Wo war der? Der muss ja hier sein, irgendwo der Reifen, ne? Hab ihn. Ach, da oben. Guck mal, wie viel hier jetzt rumliegt, ey. Ja. Aua. Ey, du sag, wenn ich jetzt irgendwie doch einfach scheißen sollte. Alle verschrottet. Frisst mein Schiff, Schweine. Oh, das sind die Gehirntypen. Die neuen Claptraps. Die Anhänger. Sag mal, komm ich mir so klein vor oder bin ich geschrumpft? Hä? Ich hab irgendwie so das Gefühl, ich bin hier im Spiel voll klein. Nee. Bist du nicht normal? Ich fühle mich irgendwie wie so eine halbe Portion. Ja, jetzt hab ich dich wieder angesteckt, ne? Ja. Jetzt krieg ich's wieder tagelang nicht aus den Ohren. Da komm ich so Sonntag, ach komm, lass aufnehmen, okay. Guck mal, selbst die Hunde hier. Oh nee, sogar die Skeks, ach nee. Die haben sie auch umoperiert. War bestimmt wieder Finger ins Spiel gehabt, dieser Dr. Nett. Ja, nee, der ist ja tot. Naja, nee, ist er eigentlich nicht. Den treffen wir hier noch wieder. Ach nee, der hat ja dann auch so ein Ding auf dem Kopf. So ein Glas. Echt jetzt? Ja. Geil. So, ist ja, okay, dann kann er ja was damit zu tun haben. Hier irgendwo hier. Da oben, ich sehe es schon durch. Ich sehe schon da oben durch die Decke blinken. Ah, hier waren wir doch vorhin schon mal. Eigentlich schon. Ah, typisch das Spiel. Mach du den mal, genau. Stresst mich nicht, das stresst mich nicht. So, oh, hier noch eine Waffenkiste. Was für dich und was für mich. Egal, ich nehme einfach beides mit. Muhaha, ich bin so böse. Was fällt dir ein, du Unmensch-Typ? Von oben. Hi da unten, was so, geht? So, und dann ist Geronimo! Ja, das ist typisch das Spiel. Jetzt rennen wir hier schon wieder zurück. Na, ich glaube auch, ich weiß, wo der liegt. Das Spiel verarscht uns, das Spiel verarscht uns, das Spiel verarscht uns. Ach, du kannst mich mal. Ja. Yeah. Und wir laufen schön, ja, hier hinter jetzt. Oh, blitz ich jetzt? Hab gerade geblitzt, ne? Boah, und ein Skeg versperrt mir den Weg. Du hast auch einen Schockmodus drin in deinem Charakter. Immer dieses Skegs Blauauge. Heimtückischer, was weiß ich. Ich konnte gerade zum ersten Mal wieder Munition für das SMG auf, für Combat aufheben. Und hier liegt der letzte Reifen. Nee, der vorletzte Reifen. Der vorletzte, habe ich doch gesagt. Du hast letzte gesagt. Na, ich wollte aber vorsagen. Ja, ja. Ich wollte vorletzter vorsagen. Ja, ja. Sagen es alle. So, und jetzt jumpen wir mal hier rüber. Anstatt uns hier, könnten wir einfach hier irgendeinen Reifen nehmen, wäre scheißegal. Aber nein, es müssen... Würde der Vogel sowieso nicht merken, aber... Müssen die sein, die auf dem Platz markierten. Wahrscheinlich Pirelli, oder? Oder so. Formel 1 Rennreifen, weißt du? Gute, Gotek, oder wie heißen. Schnellste, ja. Halt dein Maul, kauf da mal eine Waffe. Oh, hier dachte ich damals das Bildchen, ne? Hier, was sie an der Wand gespritzt haben. King Kong. Mit einer außerirdischen Waffe in der Hand. Da dachte ich schon, was? Nicht, dass uns hier ein riesen King Kong begegnet. Aber leider nicht. Wäre eigentlich ganz geil gewesen, oder? Wäre geil gewesen, ja. Und hier liegt er irgendwo. Ich hab doch hier schon... Hier hinten... Hä? Ach, hier drin. Oh. Ach, da. So, hier, ach, hier können wir noch ein paar Elemente dann sammeln.
Die hauen mir aber alle zu sehr rein. Ich will mich hier nicht lang genug aufhalten. Ach, die hauen nicht rein. Nee, du hast auch kein Hard. Ich habe kein Hardcore-Schild, so wie du. Ne? Ja. Na, vielleicht finden wir ja noch eins. Wenn du willst, können wir ja die Schilde tauschen. Nee. Ja, das ist ja nur, weil er sehr, sehr schnelle Aufladung hat. Eine super schnelle Aufladung. Schrotgewehr einpacken, du Arsch. Ja, vielleicht kriegen wir gleich diese 42 Elemente noch voll. Dann können wir die nämlich auch gleich noch abgeben. Gibt's da noch eine höhere Stage als 42 so über den Zombies? Ja, sicher. Oh, jetzt haben sie, siehst du? Ist neben mir einer explodiert? So. Mein Schild hat wiederbelebende Wirkung, merkst du? Aber nur bei so einem Kamikaze-Kunden, die dann direkt mir vor der Fresse explodieren, die schaffen es dann mal. Scheiß Ketchup. Oh, ich hab grad so ein Benzin. Viva Revolution! Benzinkanister. Ja, Viva Revolution! Ja, das lassen wir mal schön mit der Revolution hier. Unser Geldgeber hat gesagt, wir sollen euch alle töten. Tja. Oh, hier war wieder so ein Kamikaze-Jäger. Und damit haben wir die 42 voll. Okay, dann können wir hier auch wieder abdauern. Noch mehr und. Ja. Nee, da rennen wir jetzt durch einfach. So. Weißt du noch, wie wir uns hier immer verschanzt haben wegen diesem General Forts-Kopf hier? Ja. Immer gegenseitig regeneriert. Mhm. Oh, Claptrap, lass. Scheiß Samurai Claptrap. Ja, die armen Claptraps. Eigentlich, ich mochte sie. Ja. Naja, aber man kann ja nicht zulassen, dass die auf immer selbstständig denken hier. Ja. Mhm. Das geht ja nicht. Das sollte man Maschinen nicht überlassen. Ach, habe ich hier Waffen bestimmt eingesammelt. Die kann ich schon gleich wieder kaufen. Ich schaff die zwei heimtückischen, wahnsinnigen Trap schon, ja. Der erste ist... Wieso redet der männliche Claptrap wie eine Frau? Na, das ist hier durch durch das Ding, was sie da oben, das Gehirn ist. Leute, ihr habt ihm das falsche Gehirn aufgesetzt, ihr Pfeifen. Ja, das war doch von der Frau Dings gewesen. Frau wer? Keine Ahnung. Irgendeine Frau. Inventar war schon wieder voll, ey. Und Billigwaffen. Mann. Ja, dein Handy wieder Saft. Ja. Will ich mal ihn anstöpseln. Ja, sonst geht das jetzt hier alle paar Sekunden. So. Ich bring mal kurz unseren Kollegen da sein. Kackreifen. Ich mach das Runde gehen auf schnelle Art, da warte ich nicht, bis ich unten gelaufen bin. Ne. Das kratzt ja mein Schild nicht mal an, ey. Okay, das schon, aber es ist so schnell wieder aufgeladen. Kraftwerke von. Oh. Letztens 75 diese haben will. Was will die denn damit machen, ey? Ja, ich weiß da auch nicht. Ich bring mir kurz die Reifen, ich bin direkt vor seinem Landrad. Na, ich komm auch runter.
Und er hat nichts mehr für uns. Ich bin bei den 8.410 irgendwas angelangt. Kommt hier nicht auch mal ein Zug vorbei gerast, oder? Nee. Später steht aber da einer. Ah, okay. So, Grafik geschwommen, Strom wiederhergestellt. Jetzt überlege ich gerade. Komme ich da drin an die Waffenkiste, die da drin steht bei dem? Komme ich jetzt nachher ran, oder was? Ja, ich glaube schon. Oder war da auf den Kühlschrank? Genau da. Dann und dann da. Aufs Dach und dann hier rein, ja. Genau. Ja, wer einen Weg finden will, der findet auch einen, ne? Schöne Waffen. Ich bin bloß gerade am überlegen, dass ich mal kurz auf die Karte gucken. Ja. Die Ammo-Kiste brauche ich nicht. Immer drei Schränke hier oben. Ach, das ist auch nochmal da draußen. Nein. Oh. Das ist ja... Aha. Oh. Kollege, ich war gerade in dem Waffenlager und hab alles ausgeräumt. Sorry. Ach nee, das ist ja da hinten. Ist das da hinten? Ja. Die Schildhüte Dr. Zed am Automaten. So, zeig mal die Schilder, ja, hier. Sehr schnelle Aufladung brauche ich, gell? Die Geschütze und der Banditen. Spa-Energiequellen. Okay, dann machen wir erstmal das. Ach ja, und hier drinne, hier geht's dann nachher runter, also da meine ich, da drinne geht's dann runter in den Keller und da sind die 20, 25 Kisten, ich meine. Also da sagt er dann, ja, könnt ihr euch eure Belohnung abholen. Okay. Guckst du immer schön nach Schilder? Hab ich gerade schon, kann schon vergessen, ey. Ja, da müssen wir hier runter, glaube ich. So, ich will ja verkaufen. Warte, ich bin kurz. Nee, ich packe meinen Revolver mit. Wie viel Schaden? 700 Schaden ein. Jetzt muss ich mal kurz wieder auf die Karte launchen. Das war da oben. Schöne Kapazität. Hier? Geschützkomponenten. Drei Geschützkomponenten. Ach so. Komm mal mit, jetzt fällt mir wieder ein. Da habe ich mich damals dusselig und dämlich gesucht, ey. Dachte ich, was kann dann geht denn hier ab, ey? Ich dachte mal, das wäre da oben irgendwo. Du kannst Dach. Auch nochmal laufen, ne? Ich dachte, das wäre da oben auf dem Dach oder so. Hier ist das erste. Was? So. Ah, hier, Geschütz- Ach so, Geschützkomponenten, okay. So, jetzt ist der zweite. Boah. Aua, mein irgendwo. Kopf. Ja, da irgendwo. Dun, 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 dun. Es ist dann so ähnlich wie bei den Zombie. Ja, ich sehe es schon. Es ist dann so ähnlich wie bei dem Zombie-DLC. Also, dass es nur halt dann hier die Claptraps abhalten soll. Wo siehst du das? Ach, da hinten. Ja, und das letzte ist dann... Wahrscheinlich wieder hier lang. Hab's letzte auch schon gerade gesehen. Ach, da hinten war's. Okay. Ich gehe mal oben rum. Ja, ich Ja, das sind dann immer hier so eine. Meistens sind das so eine Aufgaben hier mit Einsammeln und. Ne? So ein Kackwurst dann, ja.
Ich sehe es schon hinter den Kisten. Ja. Ich schaff's nicht, nein. Warum ist es da drüben? Eine Waffenkiste. Dann probiere ich halt mal den Maestro Jump, warte. Und ich schaffe es auch nicht. Ach, scheiße. Was gibt Mama? Nichts. Okay. Ich glaube, da müssen wir von da oben. Von ganz oben oder was? Von da. Weißt du? Oh, ganz knapp. Oh, war fies, ey. Ganz knapp. Also quasi hier hoch. Dann hier hoch. Ach, du meinst jetzt von hier oben dann runter oder was? Dann hier hoch, dann hier. Ah, oh, nee, schaffe ich gar nicht, schaffe ich gar nicht. Dann hier auf. Hinten lang. Warte, ich will die Kiste aufmachen. Ich brauche diese Errungenschaft. Hier meine ich. Warte. Was? Von hier. Ja, von da kommt natürlich der Truff. Puff. Von da kommt natürlich Truff. Daneben. Wie? Was? Ach so, ich dachte, du bist jetzt von da oben gesprungen und dann trotzdem wieder daneben. Oh ja, toll. Hätte ich gleich oben bleiben können, ey. Naja, es ging ja darum, die Kiste zu öffnen. Da sind ja zwei SMGs drin gewesen. Naja. Wo gehst du hin? Hier müssen wir jetzt hin. Ich könnte gerade fett einen abziehen lassen, ne? Ey, nicht festbangen. Ist ja dann dein Zimmer, was stinkt. Ja, aber deine Aufhabe, der versaut ist. Nee, die ist ja nicht versaut. Bin ich. Ach, Ivo. Warte, ich komm. So, wen haben wir denn hier? Hier, oh, Knifty, nee. Und Pifty? Oh, den kennen wir doch irgendwo her, ne? Knifty und Pifty, was? Nee, nicht so heißen sie nicht, aber die sahen jetzt so aus, als ob sie... So, jetzt müssen wir die Dinger hier natürlich einsetzen. In den ganzen... Wenn ich rüberkommen würde zu dir, ach, hier hoch. Okay. Dingern hier. Oh mein Gott! Hier noch einer rein. Scheiße, er lebt noch. Und das sind die Geschütze da vorne. Da ist ohne Waffenkiste da bei dem Geschütz vorne. Warte mal, ich will auch. Muss es mal hochkommen zu dir. Ach, runterfallen, Scheißdreck. Ich hasse das. Scheißen Dreck da vorne, du. Wer seid denn ihr? Franz und Hans, okay. So, warte mal, das letzte war ein bisschen komplizierter. Wo ist denn das Geschütz? Na, da drüben an der Mauer oben. Ach, das Teil. Da. Da ist eine Kiste oben. Ich hab vielleicht schon eine Idee, wie man da hinkommen könnte. Ach, ist doch gerade so geschafft. So. Und das war's eigentlich. Wie hast du das angemacht? Na, ich hab hier bloß überall die Batterien reingesetzt, die wir vorher eingesammelt haben. Und jetzt tun sie da unten die ganzen Mistmalen abballern. Claptraps, gell? Nee, das sind so eine anderen. Achso, die da unten. Aber so ein Raketenwerfer ist auch geil. Ja, wie kommt man jetzt aber an die Waffenkiste, ist die Frage. Ist das hier bei dem zweiten Geschütz in der Mitte? Weil von hier aus sehe ich keine Waffenkiste mehr. Auf einmal. Da ist sie. Ja, ich weiß, dass es, aber ich sehe sie jetzt nicht mehr. Na, ist ja egal, wir müssen Level 61 ist es geschützt. Die Aufgabe abgeben und da müssen wir wieder hoch in die Stadt, glaube ich. Gehen wir ein bisschen hier runter wieder. Wow. Und gehen da hinten hoch. Ach so, und müssen einen Schnitt machen. 30 Minuten. Komme. I am coming. Ja, wenn ich nicht laufend runterfallen würde. Weil ich jetzt gerade zur Stoppuhr geguckt habe und die ja jetzt da hinten bei dem Stromkabel ist. Rücke verrenken. Ich bin. Scheiße. Ja. Schietemeter. Naja, dann mache ich immer hier einen Tschüss und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.